Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Maker 2. In der letzten Folge haben wir uns den Deku-Baum angeguckt und Manus komisches Light-Level, was voll geil ist. Das muss ich auch nochmal reingucken, weil ja, einige von euch haben euch geschrieben, dass man in dieser Tür halt mit diesem P-Switch noch tolle Sachen machen kann. Aber heute wollte ich euch erstmal sagen, ich habe ein Level gemacht, das noch nicht so viele Leute gespielt haben. Ja, es heißt Fliegende Schlangen und hat... Also zwei Leute haben es geschafft. Ich glaube hier der René hat es geschafft und der Rawsome Josh haben es geschafft. Der Josh hat es im Stream gemacht und völlig kaputt gemacht, der Blödmann. Aber das Level zeige ich euch nochmal in einem anderen Part, wie ich das alles geplant hatte und was man da machen sollte. Aber erstmal wollte ich euch überhaupt sagen, dass ich ein Level gemacht habe. Da steht nochmal die Level-ID, falls ihr es auch spielen wollt. Da bitte ich euch da nicht Spoiler, falls ihr das auch spielen wollt. Richtig, es ist mein erstes Level, es ist nicht sonderlich lang, es ist auch nicht sonderlich schwer, auch wenn die Abschlussrate jetzt nicht so hoch ist. Also, ja, vielleicht so 20 Minuten werdet ihr vielleicht beim ersten Mal dran sitzen, aber danach geht's ganz gut. Guck, ihr seht auch, der Weltrekord ist nur eine Minute. Aber heute machen wir was ganz anderes, und zwar, ich habe gesehen, dieses vernetzte Spielen ist erstens richtig witzig. Machen wir aber auch irgendeinen anderen Mal. Und zwar machen wir heute die Endless-Herausforderung. Yehey! In der Endless-Herausforderung, wer es nicht kennt, da spielt man halt so lange... Level von anderen Leuten, die random ausgewählt sind, bis man stirbt oder halt keine Leben mehr hat. Bei Leicht habe ich jetzt zum Beispiel schon 100 Level gemacht, die sind wirklich sehr, sehr einfach. Einfach damit ich ein paar Kleidungsstücke bekomme. Ich bin hier gerade als Cat Dizzy mit einem Bowser Jr. Kopf unterwegs und dieser Schwanz ist super süß, finde ich. Und ja, da schaltet man dann halt neue Sachen frei und so. Hier bei den T-Shirts, da bin ich schon recht gut dabei, der Rest aber noch nicht. Ich habe immer noch nicht diese coolen Beine, wo man einfach in der Luft fliegt. Die hätte ich richtig gerne. Ich weiß nur leider nicht, wie man die bekommt. Naja, heute machen wir auf jeden Fall Endless-Herausforderung. Ich habe viel zu lange gelabert jetzt. Und zwar auf sehr schwierig. Das wird gar nichts. Ich habe bisher wirklich nur leicht gespielt. Ihr seht auch, in leicht, da hat man von Anfang an nur 5 Leben. Bei normal auch nur 5 Leben. Bei schwierig 15 Leben. Und bei sehr schwierig halt 30 Leben. Weil man da sehr häufig stirbt. Es kann sein, dass ich beim ersten Level jetzt total verkacke. Aber wir machen einfach mal diese Endless-Herausforderung, weil ich Bock drauf habe. Pass auf dich auf, Mario! Klar, Peach. Geht klar. Ja. Vielleicht schaffe ich nicht mal das erste Level, aber wir gucken einfach mal. Ich glaube, wenn man so 5 Level schafft, dann ist man schon in den Top 10.000, ja, 100.000 oder so. Battleship, Bomb, Pop, Pop, irgendwas. Ach ja, die sind random ausgelost und stehen halt dafür, dass man in diesem Level wirklich sehr häufig stirbt. Von daher, mal schauen, ob ich wenigstens ein Level schaffe. Wenn ich ein Level schaffen würde, dann wäre ich schon sehr zufrieden. Das Level wirkt jetzt aber an sich nicht so schwer. Man muss hier halt ein bisschen die Dinger mitnehmen, damit man hier Sachen bekommt. Aber ich habe zum Beispiel gestern... Wie kommt man da unten hin? Weiß man nicht. Ich habe gestern... Lol, da ist ein Lakito. Kann man den damit abwerfen? Man kann die Dinger nicht nehmen. Oh, wir müssen hier vielleicht durch. Kann das sein? In diesem Mario-Stil kann man leider die Bomben nicht in die Hand nehmen. Ich habe auf jeden Fall gestern das erste Mal einen Shell-Jump in meinem Leben gemacht. Ah, das war so klar. Auf jeden Fall sehr wichtig im Online-Modus und in diesem Endlos-Modus ist, dass man auch sehr viele Münzen einsammelt, weil man kann pro Level, den man spielt, kann man nämlich 3 Leben dazu bekommen. Fuck, jetzt habe ich schon meine ersten 3 Leben am ersten Level verloren. Und deswegen werde ich auch probieren, hier so viele Münzen wie geht mitzunehmen. Wir müssen auf jeden Fall irgendwo hier da oben rechts hin. Da ist nämlich so ein fucking Schlüssel. Der Typ oben nervt. Wieso kann man hier die Bomben nicht nehmen in diesem Modus? Come on, werf die doch nicht einfach auf mich! Mann, die Bombe ist so schön explodiert. Ich wäre da beim nächsten Bomb einfach durchgekommen. Oh, scheiße. Jetzt werde ich ungeduldig. Jetzt schon. So wie ich das mitbekommen habe, kann man die Level aber auch überspringen. Also wenn da mal ein Level bei ist, das dann wirklich viel zu schwer vorkommt, dann kann man das überspringen. Aber ich glaube, das kann man nicht unendlich oft machen im Online-Modus. Aber eventuell doch, nachdem er so 5-mal gestorben ist oder sowas, dann hat man die Möglichkeit, das einmal... überspringen, aber ich glaube, das geht pro Herausforderung nur 2-mal oder so, oder vielleicht 3-mal. 3-mal wird mehr Sinn ergeben, aber gar keine Ahnung. So, geht da mal bitte gut hin. Und du wirfst dich da oben bitte mal nicht ab. Oh, ich springe auch noch rein. Okay, wisst ihr was, Leute, wir gucken mal unten lang. Vielleicht ist hier unten ja irgendwas Schöneres. It was at this moment that he knew. He fucked up. Zum Beispiel der Tod. Der Tod ist doch sehr schön. Oh Mann. Ich muss aber auch sagen, dass ich diesen Mario-Stil tatsächlich am allerwenigsten mag von denen, die verfügbar sind. Ah. Diesen Super Mario World-Stil finde ich, wie gesagt, am... Mann, du bist so ein...
Manchmal wirft er die genau auf einem und manchmal nicht. Ich verstehe nicht, wann er was macht. So, das explodieren hoffentlich beide. Ja, ich komme durch. Okay, jetzt nur nicht sterben. Okay, den warten wir noch kurz ab, das explodiert. Und... Na! Sorry. Mann, der hat mich doch gar nicht getroffen. Der hat vielleicht meinen Fortsatz da an der Cappy getroffen, aber doch nicht mich. Mann, ey. Dann war ich da mal wieder durch. Ich kann nicht mal weitergucken. Komm, jetzt nerv nicht. Der ist so super random, wie er seine Bomben wirft. Ich versteh's halt einfach nicht. Mach doch einfach kaputt da unten jetzt. Dankeschön. Warte, er wirft noch einen. Okay, springen wir einfach rüber und jetzt ganz schnell hier weg. So, und jetzt dürfen wir einfach nicht von so einer Bombe getroffen werden und ist auch alles cool. Okay, da kommt so ein Kack. Überall kommt Stuff. So, geh weg. Wow. Okay, den nehmen wir mit. Bitte. Ja, Speicherpunkt. Okay, immerhin. Okay. Wir leben. Hier ist alles egal. Ich hab einen Speicherpunkt. Mir geht's gut. Ich habe noch 20 Leben. Das erste Level schaffe ich ja wohl. Meine Güte. Dass man aber auch auf alles wirklich achten muss. Nicht so schön. Oh, da oben wäre ein... Schießt der hier unten oder nicht? Scheinbar nicht. Aber ich will da, glaube ich, trotzdem hoch, oder? Da ist nämlich ein Block und da ist bestimmt Pilz drin. Ha! Okay, da oben ist ein One-Dingsbums. Wie soll man da ankommen? Man kann das hier... Ah, okay. Man kann das hier anmachen und jetzt werden die wahrscheinlich den On-Knopf aktivieren in einer... in einer Kettenreaktion. Naja, mehr oder weniger Kettenreaktion. Was bringt mir der On-Block? Hätte ich jetzt in der Zeit irgendwo anders sein müssen? Okay, der ist jetzt kaputt. Jetzt ist irgendwas aktiviert irgendwo in dieser Welt. Das ist doch schon mal ganz interessant, würde ich vermuten. Ist egal, dafür hatte ich ja den Pilz, nicht wahr? Okay. Bitte nicht zerdrücken. Come on. Ich schaff das. Ich muss hier unten wieder durch mit der Bombe. Okay, mit der Bombe vielleicht nicht, aber... okay, jetzt wissen wir auch, wofür der On-Off-Knopf da war. Der war, damit hier die ganzen Bomben rauskommen können. So, jetzt müssen wir uns hier irgendwie durchsprengen. An sich wirkt das Level gar nicht so assig und schwer. Geht eigentlich voll klar. Wenn man denn mal irgendwas richtig macht hier. Aber der Stil ist halt kacke zum Hüpfen und so. Ach so, wir müssen da rechts rein. Ja, sag das doch. Das kann jetzt ein bisschen dauern. So, das sollte lang. Pow! Bitte noch einen Speicherpunkt. Wäre voll nett und so. Kein Speicherpunkt dafür, aber anscheinend ein Pilz und der Level geht nach oben. Nee, geht er nicht. Okay, ich dachte gerade schon. Wenn ich jetzt hier noch unter Zeitdruck gerate, das wäre nicht nett. Wir müssen auf jeden Fall noch mindestens zur 100 kommen mit unserer Münzanzahl, damit wir unsere 3 Leben bekommen für dieses Level. Okay, fliegende Bomben. Okay. Kommst du denn hier rüber? Ganz rüber, ohne zu explodieren? Feuer, geh weg. Feuer, danke. Zack. Okay, das funktioniert. Oh, kein Pilz da drin. Assig. Okay, aber das kriegen wir auch so hin. Ja. So, noch mehr Bömpchen. Wir müssen irgendwie auf die rechte Seite. Alles easy. Moment, kriegen wir hin. Kann nochmal von links so eine Bombe kommen? So ein Kugelwilli? Wäre voll nett. Danke. So, springen wir hier hoch. Da kommen wir auch hoch. Oh Mann, jetzt bin ich aber ein bisschen angespannt. Vor allem, weil ich halt keinen Speicherpunkt hatte. Okay, wir haben zumindest eine... Okay, verstehe ich nicht. Aber wir haben zumindest ein... ein Helm. Ich glaube, das wird mit der Zeit hier ein bisschen knapp. Aber schon klar, was wir hier machen müssen. Wir müssen einfach die Bomben... nach links bringen. Im besten Falle. Shit. Aber wir kriegen ja immer wieder einen neuen Helm, von daher alles cool. Das ist ein sehr zeitaufwendiges Level. Und ich krieg die Bomben da nicht nach links. Oh nein! Jetzt bin ich hier gefangen, oder was? Ist nicht dein Ernst. Man darf nicht zu hoch hüpfen. Oh nö, jetzt muss ich vor allem von ganz Anfang da wieder starten. Also vom Mittelteil hier, klar, aber das ist ja quasi von Anfang an. Oh, das hat alles so lang gedauert. Einmal zerquetscht werden, bitte. Dankeschön. Also an sich finde ich das Level gut designt, aber so Sachen, wo man halt die ganze Zeit warten muss und sowas, finde ich dann wieder nicht so geil. Das ist dann nicht... Oh, da oben ist eine Tür. Ah, da wird man hinkommen, indem man den Schlüssel von oben links irgendwie holt. Ich weiß noch nicht, wie man da genau hinkommen soll.
Ist ja jetzt auch erstmal egal, nicht wahr? Ich weiß nicht. Wir nehmen den... Lol. Wir nehmen den Weg, den ich hier rausgefunden habe. Dann passt das schon. Alles klar. Wir würden zumindest 3 Leben bekommen, wenn wir hier durchkommen. Wenn wir das Level irgendwann mal schaffen, dann würden wir 3 Leben bekommen. Das heißt, ab jetzt müssen wir auch keine... Kann man das? Ja. Ab jetzt müssen wir keine Münzen mehr sammeln, weil... Nein, weil lohnt sowieso nicht mehr. Schießt du nochmal? Hat keinen Bock zu schießen. Ah, so war das geplant. Okay. Gut, sind wir wieder hier. Jetzt mal gucken, ob wir es hinbekommen mit den komischen Bomben. Die erste... Mann, ja, die funktionieren aber auch nicht so gut. Ah, man muss warten, bis sie ganz links sind und dann die erst kaputt machen. Jetzt macht alles Sinn. Das ist viel einfacher. Wir warten, bis sie hier hinten ist, dann knibbeln wir die rechts an von ihr. Und dann kommt man da auch langsam aber sicher durch. Okay. So, einer fehlt noch. Okay, nice. Kann jetzt mal ein Speicherpunkt kommen oder so? Und Pilz, danke. Immer diese vertikalen Level. Das ist vertikal hier, oder? Ich glaube, das ist vertikal. Oder horizontal? Was ist denn vertikal? Das Gegenteil von senkrecht. Waagerecht. Waagerechte Level. Da, da, da. Und wisst ihr, wie ich das mir merke, was waagerecht und senkrecht ist? Man sagt ja alles senkrecht und ich denke mir immer, dass das ist eine Anspielung an den Pimmel, wenn er steif wird. Und so merke ich mir dann immer, jo, senkrecht ist das, wenn der Pimmel steif ist. Also muss waagerecht das andere sein. Ja, ja. Weil es ja gut, wenn alles senkrecht ist, nicht wahr? Ich glaube schon. La, und wie merkt ihr euch das, Leute, was waagerecht und was senkrecht ist? Ach, diese Schlangen, immer wieder schön. In meinem Level ist das, habe ich übrigens auch ganz viele Schlangen. Bis mir dann Nintendo gesagt hat, ja, nee, du hast jetzt hier zu viele Schlangen in deinem Level eingesetzt. Hör mal auf damit, du darfst nicht weitere Schlangen benutzen. Ich hoffe, der geht daran, ja. Das ist zumindest nett. Alter, ey. Oh, noch ein Checkpoint. Kann jetzt auch mal Ende im Gelände sein. Okay, der ist ja super unnötig. Warum sollte ich den aktivieren? Dann komme ich doch nicht mehr in die Tür rein. Verstehe ich nicht. Jetzt bin ich hier oben. Ich glaube, dann kommen wir sogar tatsächlich noch an den... Das ist jetzt hier jetzt der Plan. Ich glaube, dann kommen wir tatsächlich noch an den Schlüssel ran. Was ist denn hier jetzt der Plan? Kann man eine Stampfattacke machen? Nee. Dann kann man den gar nicht kaputt machen, ne? Ich gehe jetzt einfach mal hier runter und hoffe, dass irgendwas Cooles passiert. Hallo? Da kommen wir doch auch nicht rein. Hä? Ach, der muss das kaputt machen. Ja, lame. Oh Gott. Ach, man darf nicht auf die raufspringen, alles klar. Ach, aber wir hatten ja noch einen Checkpoint. Okay, ich dachte jetzt, ich muss das wieder alles von vorne machen, aber nope. Und nett, wie der Bauer ist, ist hier ja sogar noch ein Pilz. Geil, ey. Wenn wir jetzt einfach kein Leben verlieren bei dem Kettenhunter und bei dem Feuer hier, ja, dann geht's uns doch richtig gut. So, mach kaputt. Der kann garantiert auch die Kettenhunde kaputt machen. Ich weiß jetzt nicht, okay. So, einmal noch, dann haben wir es ja. Ach, shit. Gut, ich laufe einfach durch. So, bitte kein weiterer Kettenhund. Oh, geht natürlich nach unten. Oh Gott, und das Teil fällt ja auch gleich noch nach unten. Okay, solange keine weiteren Kettenhunde rauskommen, ist alles cool. Anscheinend sind wir zu weit weg dafür. Fast nicht gesehen. Ja, mach ihn kaputt, den scheiß Kettenhund. Ach, die sterben nicht mal. Oh, das ist ja super dumm jetzt. Okay, ich glaube, das ist der Turn. Okay. Meine Güte. Diese super schwierigen Level. Aber ich glaube, ich habe da noch ein recht humanes Level bekommen als allererstes super schwieriges Level. Da gibt es auf jeden Fall, glaube ich, noch sehr viel... Nein! Assigarre! Muss ich hier runter? Was ist der Plan? Was ist der Plan? Und ich glaube, die Zeit ist auch relativ knapp bemessen. Kann das sein? Oh, ich traue mich nicht hier runter. Oh, gibt es da vielleicht noch einen Pilz? Alter, ein Leben! Okay, das ist natürlich nett, wenn hier Leben sind. Die sind auch wirklich Gold wert in dem Endlos-Modus. Ich glaube, das reicht. Doch, vielleicht langt das. Ja, okay, die machen 2 weg. Nein, wir brauchen den hier! Okay, wo kriegt man jetzt noch eine Bombe her? Hallo? Nein, wo kriege ich denn jetzt eine Bombe her? Gibt der... Wo krieg... Hä? Ach, da oben. Oben rechts. Okay. So, dann kommen wir mit. Wir nehmen mal 2 mit zur Sicherheit, falls wir den ersten verkacken. Wusste ich doch, dass wir den ersten verkacken würden. So, du da runter. Jetzt soll das aber lang. Danke. Noch mehr Bomben-Action. Warum? Warum so viel Bomben? Bomben-Action. Okay, ich glaube, die brauchen wir, um hier rüberzukommen. Dann den Eimer.
Oh Gott! Mach weg! Mach weg! Mach weg! Okay, okay, okay. Ist mir egal. Oh, wenn wir jetzt noch eine Bombe hätten, dann würden... Nee, wir kommen da auch so ran. Noch ein Pilz? Ja, danke. Okay, kann jetzt endlich mal das Ende kommen? Ich habe schon so viele Leben in diesem Level verloren. Wahrscheinlich noch ein Pilz, ja. Da, endlich mein Boss! Okay, wie machen wir den jetzt fertig? Garantiert mit den Bäumchen hier, die müssen einfach... Nee, was macht man mit denen? Ah, wir müssen uns hier durchbuddeln wieder. Also immer wieder dieselbe Mechanik hier. Ich hätte den Pilz nicht mitnehmen sollen, merke ich gerade so. Dann hätte ich nämlich mehrere Versuche gehabt. Okay, das ist natürlich... Ach nee. Ich dachte gerade, die Bombe... oder die Rakete, der Kugelwilli, hätte meine Bombe kaputt gemacht, aber ist gar nicht so. Dafür hilft mir aber das Feuer, haha. So, okay, das On-Off-Ding ist frei. Muss nur noch eine Bombe das irgendwie treffen, das war knappi. Hm, ich komme da nicht so wirklich gut ran, muss ich sagen. Dann gehen wir einfach in der Mitte so ein bisschen runter, dann passt das, glaube ich, auch. Sehr schön, eine Bombe noch, dann sind wir gut dabei. Pam, tot! Wo muss ich jetzt hin? Wieder raus? Ich weiß es nicht, wo muss ich hin? Jetzt sind die Roten aktiviert. Ich hoffe, ich muss hier raus. Ist jetzt hier irgendwas... No! Ah! Aber jetzt sind die Roten aktiviert. Ich glaube, jetzt kann ich oben rechts nämlich wieder durch die Tür. Das heißt, ich muss den ganzen Weg wieder nach oben. Oh, nö, ey. Ja, dann komme ich hier oben rechts nämlich durch die Röhre durch. Oh mein Gott, das ist natürlich ein sehr weiter Weg. Danke, kleiner Kettenhund. Und es dauert immer so lange hier alles. Das ist nicht so nett. Okay, sind wir wieder hier, aber jetzt wissen wir ja wenigstens, wie das hier geht. Aber wir lassen die Bömbchen da einfach liegen und dann ist das eigentlich angenehmer, nach unten zu kommen. Lol, wieso war der an? Ist da durch das Feuer gelaufen? Sterben die da nicht sofort? Okay. Könnte sogar schon lang. Ne, schade. Lass mich doch hoch! Oh Gott, lass mich hier hoch! Oh Gott, ich werde sterben! Alter. Intens. No, mein Pilzi. Danke. Kann ich hier bitte wieder hoch? Danke. Okay, so, geschafft. Jetzt müssen wir nur noch den ganzen Weg wieder nach oben kommen. Die gute Sache ist, wir haben einen... Da kommt wieder eine Bombe. Die hat mich letztes Mal gekillt, diese Kackbombe, ey. Wir haben jetzt einen Pilz. Was recht angenehm ist... Oh, danke, dass da so ein Block war. Hä? Warte, wenn ich hier Anschwung nehme, dann komme ich doch da garantiert hoch. Danke. Als ob ich da rechts reingehe. Was denkst du denn, wer ich bin? Mario oder was? Wirkt... Okay, der Hochweg ist aber gar nicht so schwer, wie ich gedacht hätte. Okay, nehme ich mit. Lol. Okay, die machen mir ja auch ihren Weg frei. Sehr nett. Okay, doch, der Hochweg ist ganz angenehm. Okay, wie... Ach, ich muss da links vorbei. Das sehe ich ja jetzt erst. Oh nö, wieso habe ich denn meinen Pilz verloren? Oh Mann, ey. Nein, als ob! Mann, wieso kein Speicherpunkt? Das dauert immer so lange, bis man das alles hat. Ah, na schön, also diesmal habe ich mehr Pilze als beim letzten Mal. Sollte ja jetzt irgendwann auch mal gut gehen. So, guck, schon easy. Also der Boss ist wirklich ultra einfach. Dankeschön. Wir haben noch ein paar Pilze in Rückhand, aber wir können halt nicht wieder zurücklaufen, ist die Sache. So, hier müssen wir links rein. Das wissen wir ja jetzt. Heißt, wir gehen da auch rein. Nein, aber vielleicht ist das von der linken Seite einfacher. Ich will nicht schon wieder klein sein. Klein sein ist doof. Hier kommt bestimmt gleich wieder irgendeine Kacke an. Kann hier irgendwo ein Pilz sein? OMG. Okay, ich muss nur da hoch. Bin ich jetzt endlich mal da? Hallo? Hallo? Da ist es. Oh, danke. Bitte ein Speicherpunkt. Wehe, jetzt kommt wieder kein Speicherpunkt. Ist das das Ende? Nö, warum auch? Nö, warum auch? Ja, und es bricht alles unter mir zusammen. Ich will das nicht alles nochmal machen.
Wieso war da kein Speicherpunkt? Kann man den Speicherpunkt hier oben, wo ich jetzt bin, nochmal auslösen, nachdem man irgendwie weg war? Nee, kann man, glaube ich, erst, wenn man einen anderen Speicherpunkt geholt hat. Mann, das dauert immer 80 Milliarden Jahre, bis ich das da unten fertig habe. Mann, er hat so lange gewartet, bis er kommt. Ohne Flachs, das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch einfach nicht dein Ernst. Ich glaube, da kann man nicht mal abkürzen. Da ging es nicht mal weiter. Nö, diesmal warte ich. Wann kommt diese Kackbombe denn? Die kommt immer erst, wenn man hochgeht, oder was? Hallo. Wo ist sie? Da. Das ist so assig, dass die erst kommt, wenn man schon oben ist. Ja, mach mir mein Block hier noch kaputt. Ich weiß nicht mehr, von wo die kommt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Egal. So, mach da oben mal frei. Nee, da will ich gar nicht hin. Dann ist auch egal. Ich will schon hier lang. Hier kann man sich auch alles verbauen irgendwie. Okay. So, kriegen wir noch alles hin. Wie hat er denn das gemacht, dass da überall Bomben rauskommen? Das verstehe ich auch nicht. Auf dem Rückweg ist alles anders. Aber warum? So, hier ist, glaube ich, besser, wenn man da lang geht, ja. Jetzt will ich auf jeden Fall links lang und eigentlich keinen Kettenhund holen. Sehr gut. Jetzt geht hier alles kaputt. Ich bin leider auch wieder klein geworden. Aber schauen wir mal, ne? Schauen wir mal, ob wir das denn bekommen. Wir müssen auf jeden Fall schnell sein. Weil hier natürlich alles kaputt geht. Oh Gott. Lass mich doch in Ruhe. Kann ich bitte einfach ins Ziel? Da ist das Ziel. Ich habe ein Level in sehr schwer und kein Modus geschafft. Ich krieg sogar drei Level. Was? Drei One-Ups wieder. Meine Güte. Der Weltrekord sind einfach 13 Minuten. Ich brauchte das Doppelte. Tolles Level. Irgendwie hat mir das gefallen. Auch wenn es ein bisschen assig war und die Checkpoints ein bisschen blöd gesetzt waren, muss ich sagen. Schön, immerhin ein Level geschafft. Und sind wir schon in den Top 100.000? Ja, guck. Schon Top 32.000 hier. Geil, mit nur einem Level. Na, überlebe ich auch noch das zweite. Man wird sehen. Schon wieder ein Engländer. Blockbuster Speedrun, 30 Seconds. Sammle alle, nee, mindestens 15 Münzen. Speedruns sind ja auch immer so eine Sache. Ich glaube, ich bin jetzt schon zu langsam. Dich! Achso, den muss ich werfen. Ja, Speedruns sind ja auch immer richtig schön, um schnell viele Leben zu verlieren. Das heißt auch Speedrun, ne? Schnell viele Leben verlieren. Ich werde hier mal den Drehsprung benutzen, weil ich glaube, der ist schneller, wenn man es denn kann. Ich muss den Powerblock sofort werfen. Oh. Und ich vermute, sobald man einen Fehler macht, ist halt alles kacke. Dann langt das mit der Zeit nicht mehr. Bum, bum, bum. Hui. Mann, ich weiß... Oh, ich komme da nicht hoch. Okay, so funktioniert das. Verstanden. Da muss ich doch bremsen, um den Powerblock kurz zu werfen. So schnell sind meine Reaktionen nicht. Ich glaube, hier werde ich auch gleich schon verkacken dann. Wow. Wow. Noch langsamer. Noch langsamer, Dizzy. Noch langsamer. Ja, go. Ja, go. Noch ein bisschen langsamer, bitte. Ja, ist alles gut, ne? Gut, dann gucken wir uns jetzt das Level ganz gechillt an. Hier, nehmen den Powerblock. Machen die kaputt. Gehen in den P-Switch-Tor-Dingsbums rein. Laufen weiter. Setzen uns den auf. Das war keine gute Idee. Der hätte dagegen gemusst. Und dann können wir hier weiter. Und dann ist da noch so eine Schlange. Sehr schön, sehr schön. Ja, ja. Mhm. Ich schaffe nicht mal den ersten Part. Am besten, hier kommt gleich noch ein Shell-Jump. Den habe ich nämlich geübt. Ah, schon wieder zu viel Speed verloren eigentlich. Aha! Ich habe mal was gut gemacht. Mein bester One bisher. So, nicht nehmen. Nein! Nein! Ich meinte natürlich doch nehmen. Nimm ihn doch bitte. Mario, bitte, nimm ihn doch. Du musst dich jetzt leider umbringen. Sorry. Oh lol, der Panzer kommt ja auch zurück, ist die Sache. Muss man auch noch drauf aufpassen, dass einen der Panzer nicht erwischt beim Zurückgehen. Oh, ey. Ich bin hier so langsam unterwegs. Okay, nein, das war eben besser. Ich hatte eben 3 Sekunden mehr Zeit. So, mitnehmen, dagegen schmeißen. Hä? Er ist doch dagegen geknallt, oder nicht? Verstehe ich nicht, Leute. Ich das trotzdem noch irgendwie hin. Geronimo! Man muss vor allem mit dem P-Switch, der da aktiviert ist, auch noch weiterlaufen. Ja, GG, ich krieg das nicht hin. Ich werde hier meine ganzen Leben verlieren. Diese Speedruns sind ja auch nicht dafür ausgelegt, dass die in diesen
super schwierig Modus drankommen, meines Wissens. Klar, die sind dafür... Nee, ich treffe einfach nicht. Die sind dafür konzipiert, dass man ein paar Mal verkackt. Das glaube ich schon. Aber da verliert man halt wirklich so schnell Leben. Oh, das war gar nicht so schlecht. Eventuell trotzdem zu schlecht für einen richtigen Speedrun, aber mal gucken. Und rüber. Und hoffentlich langt das. Come on, Mario, come on, Mario, come on, Mario, ja! Okay, zumindest weitergekommen. Ein Powerblock. Oben ist noch eine Sonne. Hui! Alter, das ist richtig schnell hier. Boah, Speedrun, Gonzales, Mario, Dizzy, Theodius. Oh nein, ich bin zu langsam. Passt noch. Come on, come on, come on, come on, Mario, lauf um dein Leben! Hier ist auch wieder assig. Weil man hier im richtigen Moment abspringen muss, damit man nicht gegen die Decke knallt und dann noch rechts reinkommen muss. Ich weiß gar nicht, wie ich das beim ersten Mal hinbekommen habe, dass ich da richtig abgesprungen bin. Aber ja, der Anfang, der funktioniert schon mal ganz gut. Also man wird auf jeden Fall besser. Guck mal, wie flüssig das alles aussieht. Wow, richtig schön. Also wenn man es kann, dann sieht es auch wirklich geil aus, muss ich sagen. So, oh nein. Hier bin ich halt immer mega langsam irgendwie unterwegs. Aber es langt zumindest noch, dass ich hier in die Tür reinkomme. Ich glaube, der hat das auch nicht so assig gelegt, dass man am Ende wirklich nur noch eine Sekunde Zeit hat. Okay, brauche ich den? Ja. Hallo, Bo. So. Wahrscheinlich muss man warten, dass er einmal hüpft, oder was ist der Plan? Muss man auf die... Kann man auf die Sonne rauf? Kann man mit einer Spin-Attacke auf die Sonne rauf, ist die Frage. Dass man auf die Sonne warten muss, weil die hat ja bisher wirklich noch gar nichts gemacht. Dass man dann auf die Sonne geht... Dann über Bowser rüber geht. Ah, shit. Auf die Sonne, über die Plattform von Bowser und dann ins Ziel. Ich glaube, ich bin schon zu langsam für alles hier. Und ich bin nicht richtig gehüpft. Ja, letzter Try, Leute. Wenn ich hier gleich am Anfang verkacke, dann wisst ihr Bescheid. Nein, ich habe jetzt schon verkackt, glaube ich. Oh, ich bin so langsam. Ich bin so langsam. Ich glaube, das langt nicht mal von der Zeit her. Selbst wenn ich hier jetzt noch perfekt durchkommen würde. Naja, Versuch macht klug, nicht wahr? Ja, lauf, kleiner Sonic. Und zack, und einmal... Nein, ich krieg's halt nicht hin. Oh, Leute, das war die Endlos-Herausforderung auf sehr schwierig. Ich hab ein ganzes Level geschafft. Speedrun ist aber auch assig als zweites Level gleich. Na gut, aber wisst ihr was? Wir werden dieses Speedrun-Level auf jeden Fall nochmal beenden. Ich merke auch original jetzt erst, dass man ja auch 15 Münzen irgendwo holen muss. Hätte ich überhaupt ins Ziel gekonnt? Wo kriegt man denn die Münzen her? Okay, 6 Sekunden Zeit. Danach geht's aber noch weiter. Also ich denke mal, irgendwo kriegt man noch die Münzen. Oder wir haben die gerade durch diesen Powerblock bekommen, den wir da aktiviert hatten. Kann auch sein. Ah! Habt ihr gesehen? Ich hätte da noch auf ein One-Up raufgemusst. Aber wie ich dann an Bowser vorbeikommen soll, weiß ich trotzdem nicht. Da war noch so ein On-Off-Knopf, den ich nie drücke. Ja, so soll das aussehen. Und da fällt der in die Löwe. Guck, hier ist noch so ein On... Oh, hä? Ach, hier muss ich die einsammeln, oder was? 15 Münzen? Ist nicht dein Ernst, was stand denn da eigentlich? Hätte ich vielleicht mal drauf achten sollen. Und jetzt hätte ich auch locker easy mal ausprobieren können, ob man überhaupt auf die Sonne raufgehen kann. Ich verstehe nämlich immer noch nicht, wie man an den Bowser vorbeikommen soll, ehrlich gesagt. Ha! Oh, perfekt! Hab sogar noch die Mütze mitgenommen. Ich habe das Ding aktiviert und die Mütze mitgenommen. Besser geht doch gar nicht. Ist das hier ein Troll oder nicht? Man weiß es halt nicht. Aber wie komme ich jetzt an dir vorbei, hä? Gar kein Plan! Wie soll ich denn an dem vorbeikommen? Oh, ich muss den Powerblock mitnehmen. Ah. Ich glaube, die Shell brauche... Ah, fuck, viel zu langsam. Ich glaube, die Shell brauche ich... Erstmal toll. Um Münzen einzusammeln. Und ich muss dann hoffen, dass der irgendwie 15 Münzen da oben einsammelt. Und mit dem Powerblock kann ich den Bowser besiegen. Ich darf also die Shell nicht gegen den Powerblock gegenschmeißen. Sondern den muss ich mitnehmen. Verstanden. Oh.
No! Okay, wir haben ihn aber besiegt. Das ist das Ziel, aber wir haben keine 15 Münzen. Uns fehlen 3 Münzen. No! Aber seht ihr, die Shell hat zumindest 12 Münzen eingesammelt. Okay, also so funktioniert's. Ich hatte sogar noch genug Zeit, selbst einmal hochzuhüpfen. Das heißt, ich werde das jetzt so machen, ich werde mir die Shell nehmen, die hochschmeißen, selbst einmal hochhüpfen, um dabei 1-2 Münzen einzusammeln. Und dann mit dem Powerblock Bowser besiegen. Ich glaube, das sollte gut gehen. Und damit nehme ich auch keine Zeit weg, wenn ich da einmal kurz hochhüpfe. Ach ja, täglich grüßt das Murmeltier. Hallo Lava, ich hab dich so vermisst. Oh, bei 21, der feine Herr war mal ein bisschen schneller als sonst. Das ist der One, Leute, das ist der One. Hier, stirb und rüber. Das sieht tatsächlich sehr gut aus. So, mitnehmen, rüberschmeißen. Habe ich für mich? Mir fehlen 2. Mir fehlen schon wieder 2 Münzen, damit bin ich sogar hochgehüpft. Fuck. Ach, du kriegst mich nie. 2 Münzen! Okay, ich spring höher. Ich spring ein bisschen höher diesmal. Und achte drauf, dass ich tatsächlich genügend Münzen habe. Ich kann da aber nicht wirklich drauf achten, weil die Shell, die fliegt ja auch runter. Und beim Runterfallen nimmt sie auch noch ein paar Münzen mit. Man muss also, hier ist noch so ein bisschen Glück mit drin, dass man tatsächlich genug Münzen hat. Aber an sich Level verstanden, zumindest. Ah, 12 Sekunden, eigentlich bin ich hier mal bei 13 Sekunden. Also Weltrekord ist hier, glaube ich, auch noch gut möglich. Sind das? Nee, wir haben nicht genug. Warum langt das denn immer nicht? Gib jetzt die Münzen hierher! Ich glaube, ich muss die Shell sehr früh am Anfang werfen. Ich glaube, da sind noch mehr Münzen da, die man dann mitnehmen kann. Nee, das langt nicht. Wieso langt das denn immer nicht? Jetzt nimm die Kacke hier mit! Und die Sonne hat mich diesmal gekillt. Nice! Ich laufe jetzt diesmal nicht da durch, ohne Witz. Man hat ja noch ein paar Sekunden Zeit, da ein paar Münzen mitzunehmen. Man muss da gar nicht so durchwaschen. Ist zwar ein Speedrun, aber man muss da trotzdem nicht so waschen. Alter, ich hab einen Panzer dabei! Ich hab einen Panzer dabei! Den setze ich mir auf! Hahaha! Ist man mit dem Panzer langsamer? Ich glaube nicht, aber er wobbelt so ein bisschen rum. Er nervt schon so ein bisschen. Ja, ich war jetzt auch viel zu groß. Also mit so einem Helm kann man ja gar nicht richtig hüpfen. Aber man ist hier so im Flow. So, ich nehme jetzt extra mal... Diesmal hatte ich aber auf jeden Fall genug Münzen. Oh, dann nerven da die Feuerdinger. Ich glaube, ich muss wirklich da zwei... Ich glaube, ich muss da wirklich zweimal hochhüpfen, damit ich genug Münzen habe. Oder ich muss halt den Shell wirklich so gut werfen, dass er genug Dinger hat und dann hoffen, dass ich auch wirklich genug Münzen habe. Oh, Speedruns sind schon geil, danke. 1 Münze? Ist das dein Ernst, dass genau 1 Münze fehlt? 1 verdammte Münze! Lel. Gut, haben wir das auch abgehakt, dass ich einmal gegen die Shell gestorben bin. Hab mich schon gewundert, wann das endlich kommt. Alter. Ah ja, okay, das ist der One. Ich sehe es. Ich spüre es in meinen Adern, dass das hier der One ist. Ich spüre es. Hüpfen. Hüpfen. Alles mitnehmen. Es langt. Es langt. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Ich habe den Speedrun geschafft. Da. Okay, dann war da aber in dem Endlosmodus tatsächlich nichts zu tun oder nichts zu machen. Das hätte ich nicht mal mit den 30 Leben von Anfang an hätte ich das nicht mal hinbekommen. Aber ich bin happy, dass ich das jetzt geschafft habe. Und er kommt leider nicht in seine Burg. Jetzt setzt er sich gleich hin. Oh nein, ich darf nicht in meine Burg. Nee, oh, macht er nicht in dem Stil. Okay. Ey, sogar neuer Rekord. Ja, lel. Der davor war, glaube ich, bei 27 Sekunden, ne? Krass. Cool. Okay, dann hat sich das ja doppelt und dreifach gelohnt, hier der Rekord und so. Dann sage ich mal, gegen die Zeit. Yeah, posten. Geil, wenigstens immer noch ein Rekord. Ja, nice. Gut, dann würde ich sagen, spielt mein Level, Leute. Da, RT0, das ist eine 0, kein O, 7, 8, H, Q, S, G. Spielt es und sagt mir, wie ihr das fandet.
Ich glaube, dann in die nächsten Tage werde ich das euch auch mal vorstellen und was die anderen da so gemacht haben. Ich habe nämlich zugeguckt, während die das im Stream gespielt haben. Und ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich würde mich freuen, ob ihr das nächste Mal wieder da seid. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, auch ein Abo. Bis zum nächsten Mal und tschüss.